Ich werde den Vorschlag aufgreifen und mich mit den Parteienvertretern beraten, wann wir die Sonderpräsidiale machen. Weil auch mir geht es darum, letztendlich auch die Rechtsstaatlichkeit in all diesen Formen zum Durchzug zu bringen und auch klar zu machen, was sind Anschuldigungen und was steht hinter diesen Anschuldigungen und was ist letzten Endes dann da passiert. Wir erleben Situationen, die wir alle nicht erleben wollen. Wir erleben Hausdurchsuchungen bei der Polizeipräsidentin in Klagenfurt, die ich sage es auch genauso und lassen Sie mich ganz kurz ausreden, die verwechselt wurden. Wir haben eine Situation, die in diesem Lande auch eine klare Aufklärung brauchen. Und ich bin willens und all das zu tun, ganz klar, dass das auch in einer Sonderpräsidiale umfänglich angesprochen wird. Für den heutigen Sitzungstag wurde eine Tagesblockzeit von 9,5 Wiener Stunden beschlossen, sodass sich folgende Redezeiten ergeben. Für die ÖVP 185, für die SP 128, für die FPÖ 105, für die Grünen 95 und für die NEOS 76 Minuten. Die Redezeit von Abgeordneten ohne Clubzugehörigkeit beträgt für den heutigen Tag je 38 Minuten, deren Redezeit ist für 5 Minuten je Debatte beschränkt. Die Gliederung der heutigen Beratung ist bekannt. Wir setzen die Budgetberatungen fort. Ja, nach diesem hitzigen Wortgefecht geht es jetzt mit der Budgetdebatte weiter, und zwar mit den Kapiteln Soziales, Pensionsversicherung und Konsumentenschutz.